Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Civilization 6 Let's Play. Wir sind ja das Schottische Reich mit Robert dem Ersten und haben ja schon endlich die ersten Städte. Wir haben Famous Grouse, den West Highland Way, Tindrim und Ben Nevis. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja gerade so geschafft, den Siedler hier hin zu kapern. Der wäre uns ja fast abhanden gekommen. Des Weiteren wollen wir hier unten vielleicht noch eine Stadt errichten. Sind wir zwar relativ nah beim Inder, ist gefährlich also eigentlich eher hier oder vielleicht auch hier oben schon. Ja, was ist sonst so die letzten Runden passiert? Wir wurden halt in der zweiten Folge fast komplett zerstört durch die lieben Barbaren. Die meinten, ja, wir greifen mal die Hauptstadt an. Also Famous Grouse. Das war nicht so optimal. Genau, mal gucken, was uns diese Runde, diese Folge erwartet. Schnell noch das Zitat und dann steigen wir mal richtig ein. Ja, das Thema ist Erfahrung. Das Zitat stammt von Benjamin Disraeli und lautet: Erfahrung ist das Kind des Denkens und Denken das Kind des Handelns. So, dann legen wir mal den dicken Wälzer zur Seite und drücken mal auf die nächste Runde. Ach ja, natürlich am Ende dieser Runde, nicht dieser Runde, sondern ja, dieses Zeitalters so rum, werden wir in ein Heldenzeitalter reinsteigen. Ihr seht, da ist schon jetzt schon auf grün markiert mit Häkchen. Denn wir haben es geschafft, uns aus einem dunklen Zeitalter in ein goldenes vorzukämpfen. Und ich denke mal, da werden wir gut dabei sein. Dann hoffentlich, ja. Wichtig ist natürlich auch, die Wissenschaft zu fordern. Drei, okay, das machen wir sofort. Heureka für Steigbügel, für Schiffsbau und für Burgen. Sehr schön. Und haben somit wieder 4 Zeitalterpunkte bekommen. Das klappt. Ja, diese Galeere schicken wir einfach sofort zum Erkunden. Ich hoffe, dass hier unten noch ordentliche Sachen auf uns warten. Es wäre mir doch sehr recht. Hier noch eine Stadt zu bauen. Gut, die kann sich ja nicht so weit erweitern. Das ist das. Ja, mit dem Handwerker bauen wir hier erstmal noch eine Koppel. Es ist halt relativ kompliziert. Wir müssen gucken, dass wir auch gut vorankommen. Das ist halt nicht so einfach. Da diese Runde hier nur auf den Herrschaftssieg ausgerichtet ist, ist es natürlich nicht unbedingt das Einfachste zu sagen, naja gut, wir spezialisieren uns mal auf das und das. Auf Herrschaft spezialisieren, ist halt schwer. Es ist halt so, wir müssen halt wirklich alle Hauptstädte besitzen. Alle. Und solange hier müsst ihr alle ursprünglichen Hauptstädte aller anderen Zivilisationen besitzen oder erobern und ein starkes Militär wird dafür wärmstens empfohlen. Wer hätte das gedacht? Klar, irgendwann gibt es halt die Massenvernichtungswaffen. Das macht dann vieles einfacher, ja, aber hat uns alle aus, bis wir da sind, das wird noch wirklich lange dauern. Fällt gerade ein, ich wollte mal gucken, Produktion für Siedler. Also eigentlich wäre es nicht schlecht. Mal gucken, hier unten. Ach, hier unten werden die Pyramiden übrigens gebaut, natürlich. Wäre es nicht schlecht, bald mal die Siedler, also den nächsten Siedler zu errichten. Und wir haben, ach so, einen Stadtstaat, naja gut. Stein, okay, wer weiß, was hier unten auf dieser Insel uns noch erwarten könnte. Da müssen wir mal dann die Galeere hinschicken. Ja, hier noch einen Handwerker, das war seine letzte Aktion, das ist nicht schlimm. Natürlich öffnen wir Dili erstmal die Stadt, aber irgendwann nicht mehr. Ich glaube, Sägewerk können wir noch nicht bauen. Nein, das sehe ich unten rechts, das fehlt dort noch. Wir können natürlich den Wald auch noch nicht abholzen, das ist auch ärgerlich. Na gut. Dann warten wir erstmal, denn das wäre natürlich sehr gut. Aha, ah, hier könnten wir. Ah, ist das auch. Nein, oder? Die hängen den Gärten. Ein unbekannter Spieler, na toll. Das ist ärgerlich, dafür können wir halt jetzt das alles mit einer Runde bauen, theoretisch. Oder einen Siedler und 6 Runden. Nein, das schenken wir uns. Das wäre verschenkt. Wir können den Regierungsplatz in einer Runde bauen. Das hat auch seine Vorteile, den schon früh zu bauen. Ja, das ist alles schon Indien. Ja, der hat halt wirklich einen besseren Start als wir. Es ist halt wirklich blöd. Wenn du nicht hier irgendwo am Anfang schon gute Möglichkeiten hast, dann hast du einfach am Anfang verloren.
Dann kommt dein Spieler nicht richtig. Darf ich vorschlagen? Nicht richtig in Schwung, sag ich mal. Und hier gibt's halt, hier auf der Insel gibt's halt scheinbar, das ist alles schon. Das ist alles schon. Nein, bitte nicht. Wie können die denn alle schon so viele Städte haben? Hier oben können wir noch eine Stadt errichten. Und hier ist halt alles Wüste. Es ist halt nichts. Es ist halt wirklich nichts. So, Ahnenhalle, erhöhte Produktion für Siedler. Das ist natürlich cool. Neue Städte enthalten kostenlosen Handwerker. Eine Einnehmigkeit in 3 Städten mit Gouverneur, 2 Loyalität in Städten ohne Gouverneur. Ja, das ist am Anfang gut, aber irgendwann später vielleicht auch nicht mehr so. Thron des Kriegs und so weiter, vielleicht. Ich meine, eine Annehmlichkeit wäre halt natürlich cool, denn glückliche Städte produzieren mehr Wissenschaft. Genau, da ist es nämlich. 10% durch Annehmlichkeiten. Ist 0,1, ja. Noch ist das nicht viel, aber schon bei Famous Goose sind es halt schon einer mehr. Ja. Ich hoffe, dass wenigstens die Pyramiden uns gestattet werden. Nehmen wir trotzdem die Ahnenhalle oder gucken wir erstmal. Ein Händler wäre auch mal nicht schlecht. Ja, machen wir erstmal einen Händler. Der nächste Gouverneur. Hier Überschuss 20% auch okay. Und zwar in Ben Nevis erstmal oder in Tintrim. Nein, in Tintrim. Denn wenn hier unten irgendwo dann doch mal sich die Inka noch verbreitern. Oh Gott, die haben schon hier so viel. Ha. Machu Picchu. Ja, ist klar, dass die Inka Machu Picchu bauen. Also, dafür haben ein unbekannter Stadtstaat wurde besiegt. Von der Höhe und dieser Pyramiden haben wir die schauen Pyramiden. 40 Jahrhunderte auf uns herab. Wunderbar, so sehen sie wenigstens schön ordentlich aus. Alles schön aus Kalkstein verkleidet. Denn eigentlich war ja auch waren ja auch die großen Pyramiden. Beziehungsweise sind ja die 3 Cheops-Pyramiden mehr oder weniger. Ja, auch die waren eigentlich mal aus Kalkstein, glaube ich, verkleidet, ja. Nur wurde das halt alles geklaut und weggenommen, denn man braucht es halt zum Bauen von Häusern, von was weiß ich was allen. Naja. So, Stadtmauern sind immer gut. Wir können aber auch erstmal noch. Hafen können wir erst Bevölkerung von 7. Vielleicht noch Handwerker, ja. Wir haben ja sehr viel Wald, den können wir dann eines Tages. Ach, hier ist schon ein Handwerker. Na gut. Dann verschiebt man die halt. Erstmal können wir in der nächsten Runde allen. Ja. Jetzt können erstmal alle Landeinheiten zu Wasser gehen. Das ist natürlich schön. Die Frage. Währung, Reiterei, Maschinenbau. Ach nein, Bauwesen. Da brauchen wir erst noch die Reiterei. Denn, ja. Wir brauchen das Sägewerk. Das ist natürlich hier groß vorteilhaft, am Anfang viele Sägewerke zu haben. Oh. Dido. Hamalkot uha umle kartradash, makadema shumlekom bishunkin bane kanaan. Okay. Interessant. Also, Dido von dem Phönizischen Reich. Okay. Interessant. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der begegnet ist. Ach, da unten. Große Flut betrifft uns es nicht. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. So, wir könnten das hier mal rausnehmen und dafür nehmen wir hier 100% Campusbezirk Nachbarschaftsbonus rein. Okay, den nächsten Gouverneur ernennen wir noch. Achso, das ist dieser besondere Gouverneur, der uns 2... Stimmt, hätten wir natürlich schon eher machen können. 2 Gesandte gibt. Auckland wäre nicht schlecht in Produktion von Wunderbezirken. Wobei Kultur wäre auch nicht schlecht, aber ich denke mal, ich nehme trotzdem Auckland. Er liegt halt nur am anderen Ende der Welt, aber naja, gut. Denn wenn dieser Gouverneur hier wirklich dort eingestiegen ist, sag ich mal,
Dann können wir endlich den ersten Suizeren feiern. Das gibt auch nochmal Zeitalterpunkte. Alles für die Zeitalterpunkte. 3 Gold. Nein, du könntest doch sicher auch mehr geben, oder? 7, 6, 5, 4, 3. Okay, wie viel kannst du so noch geben? Vielleicht 10 wenigstens. Das kann doch nicht sein. 8 gibst du maximal. Okay. Für 20 Eisen. Die hat ja selber 20 Eisen. Ich. Nee. 3 Gold. Wobei 3 Gold pro Runde wäre eigentlich ein guter Deal. Also, machen wir nochmal Abkommen aushandeln. Ich biete. Was würdet ihr mir geben? 4 Gold. Ich rede auf ein Gold pro Runde. 4 Gold. Machen wir mal 10. Mal gucken, vielleicht gibt es da auch ein bisschen Gold pro Runde. Na, 1 wird es auf jeden Fall machen. 2. Hä? Okay. Vielleicht kann ich auch meine Eisenzahl reduzieren. Und ein Gold so? Nein, das ist blöd. Muss halt wirklich probieren, so gut es geht. Geht doch. 14 vielleicht? Nein. Okay, also 15 ist die Grenze. 15 Eisen für 3 Gold pro Runde. Ja, mach mal. Na gut, hat jetzt nicht unbedingt Vorteile, so wenig Gold zu haben. Ist der Handel, ach wahrscheinlich klappt, ja, klappt das in der nächsten Runde wahrscheinlich. 1,2 Gold ist halt nichts, aber wirklich nichts. So, Apanda, große Bibliothek wäre natürlich richtig cool. Das wäre natürlich richtig cool, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Außerdem muss ich da oben, nein, da müsste ich Bauernhöfe entfernen, das ist auch nicht cool. 2 Gesandte beim Bau eines Wunders, na gut, Orakel, Patronat, großer Persönlichkeit, nein, alles unwichtig. Machen wir erstmal einen neuen Siedler, denn wir haben ja diese blöde Karte, sage ich mal, nicht aus Langeweile mit reingenommen in die Regierung. Klar, wir sind halt jetzt schon bei Runde 106, also gut, ich muss sagen, alle Zivilisationen sind uns freundlich gegenüber gestimmt, das hat seine Vorteile. Können wir ganz frei sagen, ja, Mensch, wir verstehen uns mit allen. Noch müssen wir dazu sagen, das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Da kriegen die dann halt irgendwie mal einen kurzen Schock und dann auf einmal hassen die uns alle, warum auch immer. Wir machen doch gar nichts. Naja. Keine Stunde im Leben, die man. So, genau. Als nächstes wollten wir auf jeden Fall im Bauwesen erforschen, damit wir endlich mal den ganzen Holz hier gerecht werden. Wassermühle. Bringt uns nicht viel eigentlich, aber okay. Eine Nahrung, eine Produktion, das ist immer gut. Dieser Händler könnte 3 Nahrung in zum West Highland Way bringen. Oder wir schicken ihn nach Ben Nevis. Dann könnten wir dort nämlich noch mehr Nahrung hoffentlich. Also dort können wir die Nahrung dringender benötigen, sagen wir es mal so. Gut, ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ist jetzt alles nicht so einfach. Eine Produktion, das ist schön. 2 Wissenschaft ist auch gut. 21, naja gut. Die Inka haben gerade Ägypten den Krieg erklärt. Okay, also wissen wir jetzt auch schon mal, dass Ägypten mit dabei ist. Gut. 5,5, eine Produktion. Oh, das ist halt alles sehr verlockend, aber wir nehmen trotzdem den West Highland Way. Dieser Handelsweg. Denn somit haben wir, ja, das macht natürlich große Vorteile hier. Das bringt uns große Vorteile, hoffe ich doch. Und wir haben halt 39 Zeitalterpunkte. So, es stand bis jetzt aber auch noch nichts, dass das Zeitalter endet, oder? Okay, 10 bis 11, das heißt 10. Wahrscheinlich, hoffentlich. Schön wär's. So, baut auch eine Wassermühle, das ist, ja, diese 5 Runden fertig, na toll. Weil dann hätten wir den Bonus schon mal gehabt für die, na sagt's, für die Erforschung vom Bauwesen. Wir brauchen unbedingt einen neuen Siedler. Es kann so nicht sein, dass ich hier. Die Frage ist halt, wo? Hier mitten so
Korkland ist halt nicht viel Nahrung. Ist halt nichts. Hier drüben ist ein bisschen Nahrung. Hier unten ist halt schon... Wo ist eigentlich unsere Galeere hin? Da. Hier unten sind Elefanten. Grandia hat halt schon Elefanten. Das ist wahrscheinlich Ägypten, würde ich jetzt mal vermuten. Wir haben halt eine 120 militärische Stärke, Gandhi 280. Sehr schön. Es ist halt wirklich zum Verrücktwerden. Wie weit Gandhi schon ist, und wir haben gerade mal 4 Städte. 4. Gandhi hat wahrscheinlich schon... Moment, das können wir eigentlich schon rausfinden. 4 plus 1 sind 5. Weil die Hauptstadt, ihr seht, hier stehen auch plus 3, die Hauptstadt kann man natürlich nicht handeln. Wäre natürlich so, das wäre cool. Wir tauschen einfach mal Städte. Ich gebe dir 100 Gold, wenn du mir 10 Gold gibst. Offene Grenzen für... Ja gut. Ist das denn ernst? Warum machst du das, Gandhi? Warum hat er uns jetzt die offenen Grenzen so leicht gegeben? Ja, hier unten können wir halt noch eine Stadt gründen. Das ist das Einzige. Was erstmal so richtig greifbar... Was ist das hier? Ist das eine andere Zivilisation? Bestimmt. So, Stadtmauern. Oder noch einen Siedler vielleicht. Ach, los, noch einen Siedler. Ah, das macht halt immer die Bevölkerung nach unten. Das vergesse ich immer wieder. Dass das ja die Bevölkerung um 1 verringert, einen Siedler zu erschaffen. Oh, jetzt haben wir vergessen, dort zu bauen. Ach nee, das ist auch Phönizien. Okay. Ja, stimmt, ich sehe, das ist derselbe. Ah, Gandhi hat den Bau der großen Bibliothek abgeschlossen. Natürlich. Ah, das ist ein Ozeangeländefeld. Deswegen kann der da nicht weiter. Hm. Müsste man auch mal gucken, wo da das nächste ist zum Erforschen. Das ist... Kartografie, oder? Eine Marine, ja, und... Einheiten können zu Wasser durch Ozean. Oh Gott. Nee, das würde ich nicht so machen. Ich würde schon weiter erstens das Bauwesen zu Ende bringen, dann die Währung. Naja. Es sind halt auch schon 2 im Mittelalter. Hm. Also Wissenschaft bekommen wir auch zu wenig. Ja gut, wer hätte es auch gedacht? Ich meine, wir haben hier wirklich eigentlich Probleme. Wir kommen halt nicht aus dem Knick. Mit dem Startpunkt hier oben. Es ist halt wirklich... Der verbreitet schon seine Religion. Ach, natürlich. Gut, dass der Religionssieg nicht eingestellt ist. So. Machen wir hier noch die Stallung. Und da unten dann die Schildkrötenversorgung. Sagen wir es mal so. So, was könnten wir hier noch errichten? Ja, wie wäre es jetzt mit einem Hafen? Das ist immer gut für Gold. Jetzt kriegt man nämlich schon 10 Gold. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Hälfte davon stammt ja nur aus Vereinbarungen, aber okay. Schaffe mit dem Herzen. So, genau. Das war nämlich der Bonus durch diese Wassermühle. Also haben wir Bauwesen wenigstens sofort bekommen. Und können dementsprechend auch diesen Wald eigentlich erstmal umgestalten. Schreien, ja gut. Bringt der eigentlich irgendwie Wissenschaft? Glauben, Bürgerplatz? Hm. Na gut, wir haben ja hier das... uns dort der Religion verschrieben, aber na gut, so, hier noch einen Hafen, das wäre auch schön. Können wir eine Galeere kaufen? Ja. Auch wenn, oh. War vielleicht ein Fehler. Oder wir richten hier einen Campus, das wäre natürlich besser. Wir hätten erst den Wald entfernen lassen müssen und dann den Campus errichten. Na egal. So, dann als nächstes... die Währung, damit wir den Handelsbezirk bauen können. Und ja. Verteidigungstaktik werde zum Ziel einer Kriegserklärung. Ich könnte aber vielleicht trotzdem mal die Karten ein bisschen ändern. Das ist nämlich gut. Bauernhofmodernisierung halten jetzt eine Nahrung durch jeweils 2 angrenzende Bauernhofmodernisierungen. Könnte dennoch die Regierung mal ändern, vielleicht, weil das mit den Siedlern, ja, okay, einer ist ja, glaube ich, noch in Produktion in der Hauptstadt, genau. Aber das hat sich dann noch irgendwann erledigt, würde ich mal behaupten, dass wir die rausnehmen. So, Gold durch alle Handelswege, hm, okay.
Glauben und Gold in der Hauptstadtproduktion in allen Städten ist eigentlich, glaube ich, die beste Karte jetzt gerade aktuell. So, die Galeere, ja, erkunden ist selbsterklärend. Okay. Es hat nämlich schon einen Unterschied gemacht. Vorher waren es ja noch 14 Runden, jetzt sind es nur noch 9. So, dann wenigstens hier die Fischgründe. Wenn jetzt hier schon der Campus gebaut wird, hier können wir auch dann... Wann kommt die nächste? 17... Oh Gott, plus eine Kultur. Hm, müssten ja ein Monument mal errichten. Es ist halt alles nicht so... Naja, so rund läuft das nicht. Vielleicht ja gleich in... Crocodile Dundee. Ach natürlich, wir brauchen noch einen neuen Namen. Wie wäre es mit... Ja, das ist der... Highland Bumble ist das. Der Highland Bumble. Achso, übrigens, die spanische Taktik. Wüstenstadt, oh cool. Ja, ich werde mich demnächst wirklich woanders entsiedeln. Was soll ich hier unten... Oh, er baut irgendwas. Oder sie. Geld das macht ist ein nicht Glück. Ja, der nächste Siedler hier oben, ja... Das ist noch das Einzige, was mir auch noch so in Sinn kommt. Weil hier unten sieht es halt schon wirklich schwer aus. Hier unten können wir auch nicht weiter erkunden. Es ist alles richtig, richtige Zwickmühle irgendwo. Es ist alles richtig blöd. Bauen wir erstmal eine Stadtmauer. Das können wir ruhig mal uns gönnen in der Hauptstadt. Ist ein Luxus. Ja, das Video wird auch am Sonntag aufgenommen. Natürlich direkt... Nach dem wunderschönen Pokémon-Video, was ja so dolle schiefgegangen ist, das... Ja, könnte man sich ein bisschen aufregen, aber nein. Immer versuchen, ruhig zu bleiben. So. Immer versuchen, ruhig zu bleiben. Dido hat Auckland den Krieg erklärt. Toll. Wenn sie jetzt Auckland noch einnehmen, dann... Ja. Sind wir halt dran. Nützt ja nichts. Juhu. Wir sind ein erster Suizeren. Noch mehr Zeitalterpunkte. Wie viele Runden sind es denn noch? Ich guck mal, wenn es jetzt so 5 sind oder so, dann machen wir das vielleicht noch die Folge. Ich möchte unbedingt eigentlich noch die Segnung haben. Oder? Ach, hier unten. Ah, stimmt, Auckland. Gute Nachrichten. Unsere Errungenschaften haben unsere Zivilisation in ein goldenes... Okay, da habe ich mich doch verschätzt. Ja gut, 22 Minuten, das passt so. Nur Prahlerei. Naja, du wirst schon sehen. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich... Bitte, Budi bringt. Es wirkt doch alles auf einmal sehr viel heller. Oh Gott. So, 1,5 Loyalitätsdruck. Ihr könnt drei Widmungen wählen, die jeweils einen starken... Ach so. Doch, drei. Wir dürfen drei. Oh Gott. Weil sonst bei einem normalen Goldenen dürfen wir nur einen. Okay, zwei Fortbildungen für alle. Das brauchen wir nicht. Für alle Handwerker möchte ich kaufen zivile Einheiten. Also auf jeden Fall das. Eingebungen gewähren zusätzlich 10% der Ausrichtungskosten. Heurikas gewähren das. So ist natürlich die Frage, für die Religion wäre das nicht schlecht. Aber eigentlich nicht. Nein, zwei Fortbildungen für alle Handwerker, das ist natürlich wunderbar. Und dieses Zeitalter geht mindestens 40 Runden noch. Das ist gut. So, vielleicht jetzt Thron... wir wollten hier die Ahnenhalle, hat mir gesagt. Errichten, wäre das klug oder... Reiter wäre natürlich auch schön. Zur Verteidigung, denn... Ja, ihr wisst ja... Na gut, wir haben immerhin 145. Gandhi 276, Das sind aber die zwei Galeeren, die da ein bisschen was gut machen wollen. Neue Handwerker wären immer gut, aber solange wie wir nicht auf diesen Feld hier irgendwo, diesen Feldern hier Bauernhöfe errichten können oder so, lohnt sich das alles nicht. Hierzu fehlt Bevölkerung. Händler können wir auch noch nicht errichten. Also nehmen wir erstmal die Ahnenhalle. So, hier direkt die Stadt macht zwar... Eigentlich ungünstig. Macht eigentlich nein. Das macht die Produktion zunichte. Machen wir dort lieber die Stadt. Ja, hier müssen wir warten, bis sich hier hoffentlich was an der Kultur tut. An der Kultur tut. Aber immerhin ein Heldenzeitalter. Sehr schön. Oh.
Ja, jetzt geht's los mit dem Weltkongress. 100% mehr Groll, 50% mehr Groll, ist eigentlich egal. Wobei, das wäre natürlich auf uns selber anzuwenden, wäre das gut. So, neue von diesen Spielergebäudebezirke lösen einen Kulturschock aus. Die Grenzen dieses Spielers wachsen nicht durch Kultur. Das ist natürlich richtig fies, wenn du da irgendwo, keine Ahnung, Guido nimmst oder so, die... Ja, aber das ist halt unwahrscheinlich, dass das mit Vieren klappt, also... Aber auf uns selber ist halt auch unwahrscheinlich eigentlich, oder? Oder wir nehmen hier und nehmen hier Dido oder so, ja? Dann können wir hier noch eins mehr, vielleicht klappt es ja. Das war jetzt nämlich sehr viel diplomatische Gunst, die wir opfern mussten. Na gut, okay. Unbekannter Spieler, okay. Ja, da wir... da wir 5... Okay, 5 hätten wir natürlich nicht powern müssen, aber das ist gut. Wir lösen somit einen Kulturschock aus. Ich hoffe doch, ohne dass Mathematik. Das uns Vorteile bringt. Also haben wir einen Diplomatie-Siegpunkt. Bringt uns nicht viel, denn... Ja, Diplomatie-Sieg ist eh ausgestellt. So, Burgen, Kulturbonus für Große, okay. Ach, Katharina von Medici, naja gut. Eine Produktion durch Minenmodernisierung, das ist natürlich vorteilhaft. So, wie nennen wir diese Stadt noch? Moment, ich weiß wie. Es ist ja ein kleiner Fluss dabei und auch ein kleiner See. Also nennen wir es diese Stadt Loch Lomond. So. Gut, die Runde machen wir noch zu Ende und dann wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich muss ja noch den Rest rendern und so, das ist schon noch ein bisschen was. Fangen wir diesmal mit einem Monument an, damit die Grenzerweiterung schneller geschieht. 30 Runden, okay. So. Naja, trotzdem, es ist halt... Es sieht halt wirklich nicht gut aus bis jetzt. Wir haben zwar das Heldenzeitalter, das ist wunderbar... Und jetzt auch mittlerweile ein paar mehr Städte, also zwei Städte diese Runde, also diese Runde, diese Folge gegründet. Wir können komischerweise fast alles von Gandhi sehen. Haben wir so viel erkundet? Ach, hier unten Auckland, okay, deswegen sehen wir da so viel. Es ist halt aber wirklich, es ist halt nicht so einfach. Der hat ja ein schönes Wunder. Er baut den Tempel der Artemis, okay. Es ist halt nicht so einfach zur Zeit hier. Können wir uns kaum hier oben, könnten wir uns noch... Ja, da sieht es noch frei aus. Das müssen wir uns mal vornehmen, dass wir uns hier hinter... Je nachdem, was zuerst davor spielt, entweder die Möglichkeit des Siedens oder des Bewegens über Ozean, Geländefelder oder ein ewig langer Weg hier lang. Aber wir müssen auf jeden Fall... 11 Runden, boah. Das ist ordentlich. Bis zum nächsten Siedler, naja gut. Ich speichere das jetzt als Folge 3 und dann sehen wir uns im nächsten, wenn ihr wollt.